Ja, willkommen zu einer neuen Folge Atlas Aventur. Fangen wir an mit Bauen, würde ich behaupten. Da haben wir mal da leider Steinzeug zusammengesucht. Das ist auch die Frage. Wir müssen hier oben halbwegs eben ankommen. Das ist schon das erste Problem. Das habe ich vor uns gar nicht beachtet so richtig. Das ungefähr so bauen. Kommen wir wieder dort rein. Dann würde ich das lieber so machen. Muss ich das nochmal aufheben? Hier soll ja dann das Haus mit dran. Dann müsste ich bald. Man könnte ja mit Ceilings bauen, aber. Oder man baut eine Treppe. Das lasse ich mal. Das Haus hin. Muss erstmal eine Grundstruktur schaffen. Immer am schwierigsten. So. Ecke, ganz eckig will ich es auch noch haben. Also demnächst gibt es ein paar Baufolgen auf jeden Fall. Eine könnte man hier noch dran setzen. So. Ich das auch nochmal wegklopfen, ja. Lang würde ich sagen, da müssen wir noch eins dran bauen. Ist hier vor der Hausfläche. So. Steht der Bärenweg. Dann stelle ich mal hier oben drauf. Vielleicht da weggeerntet. Ah, ein bisschen. Okay, da haben wir zwei nach. Da. Diese Flaschenpost. Relativ zentral. Ja. So, da könnte man hier nämlich wie eine Terrasse bauen. Eine schöne Treppe nach unten. So, da kommt hier eine Terrasse hin. So. Wenn man dann hier so eine Doppeltreppe das muss ich über den Schiebbefehl wieder gehen. Wir brauchen Floors. Eine Doppeltreppe. Aber kann ich das hier anflanschen? Ja. Aber das Problem ist, dass die Hafenbreite ja auch bald 4er haben muss. Damit man mit dem Bären rangieren muss kann. Ein Doppeleingangstor. Jetzt nicht, müssen wir verbreitern hier. Man das jetzt hier so anbaut. Also da schön jetzt. Reißt mir das weg. Ja, ich werde dann aber weitgehend hier mit wahrscheinlich dann mit Pillars weiterbauen. Aber ein bisschen massiv braucht man. Jetzt machen wir das hier noch einmal, hier noch so Ding drin. Hier kommt Treppchen hin.
genial. Wir bauen jetzt hier eine ordentliche fette Base hin. Gut, wenn ich da sage, fette Base, dann kommen andere und sagen, guck mal, was ich gebaut habe. Dann lachen die am Ende drüber, aber sagen wir so, für meine Verhältnisse eine fette Base, also eine 50 brauche ich jetzt auch nicht mehr davon. Nur mal 20. 20 ist eine gute Zahl. Das Ding hinten kann man wegmachen. So. Dann habe ich hier vorne baue ich dann wirklich mit Ceilings. Kann man kleiner machen. Ich mir das wieder anders überlege. Mist machen. Die Ceiling schon alle. Aber das könnte ich gar nicht alles hier zusammenformen. Da wirst du adlig. Und hier brauche ich dann Pillars. Das sieht doch schon mal gut aus, ja. Da haben wir doch schon den Anfang gemacht. Was ist denn jetzt wieder der Befehl für Wände? Muss ich mal kurz gucken. Wände. Ach nee, das war ja Ruf, brauche ich da ja runter zu. Genau, Ruf. Ein Pillar. Das ist wieder anders, okay. Pillar ist Unterstrich, okay. Machen wir erstmal Ruf. Weil wir ja hier Dings brauchen. Treppen. So. Das sind kurze, echt. Hier kommen. So. Wir dann der Ein Hauseingang. Sieht jetzt schon genial aus, denke ich mal. Ja, diese Freitreppe hier und dann hier, das muss ich schon ein bisschen Kanten reinbauen oder irgendwas, damit es nicht so kastenmäßig wirkt. Hier können wir dann, ich weiß auch nicht, ob ich das so lasse, hier könnte man dann zum Beispiel Treppschnur rein, dass man hier so runterkommt zum Wasser. Hier hoch. Und über die Terrasse. Ich meine, hier ist eine kleine Treppe bauen. Brauche ich das allerdings noch welche? Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus von Anfang. Ja. Das ist die Frage, wie ich das weiter baue. Baue ich das noch ins Breite des Hauses? Warte mal, das gucke ich mir nochmal an. 9. Hast du zwar mehr Ceilings, Foundations? Also aufpassen, dass wir hier irgendwie wieder ankommen. Jetzt kann ich die anderen. Was brauchen? Da geht so viel Material aus uns Land, das kann ich wirklich nicht zusammenformen. Und meine Ideen hier, die ich habe. Und dafür gibt es auch die Kreativität. Kreativitätsmodus sozusagen. Und das hier so abgeschrägt lassen, noch eins. Da brauchen wir dann mal einen Bären. Es wird dunkel, jetzt ist er nicht mehr. Ja. Muss ich dann nochmal mit dem Bären lang rennen. Und hier machen wir das gleiche. Ein bisschen Symmetrie muss sein. Symmetrie so rum.
das ein ganz unsymmetrisch geht's halt nicht, also dann halt hinaus, ne? Okay. Ich erstmal mit dem Bären los und mache hier Platz. Hätte man vielleicht kleiner machen müssen, aber da habe ich auch noch nicht gewusst, wie ich es baue. Das ist auch noch Zeug drin. Wecke? Ne, das Kreuz, das kriegst du nicht weg, okay. Hallo Wildschwein. Jetzt brauche ich auch wieder 50 solche Dinger hier. Du bist überladen. Ach, Quatsch. Okay, wir sind überladen. Man könnte ein bisschen kurz durch hier, aber das geht schon so. Ist halt Naturstein, weil die Natur durchkommt. Das kann sein, dass ich mich da gerade irre, dass ich wieder blödes Zeug von mir gebe. Wie das ja öfters mal so der Fall ist. Stall brauche ich ja dann auch noch. Aber warum habe ich das auf der anderen Insel gebaut? Hier vorne könnte man dann noch so einen kleinen Eingangsbereich hin machen. Das ist nicht ganz mittig, das habe ich Mist gebaut. Weil das kann man noch ein bisschen so ankermäßiger dran bauen. Gucken. Das sind zwei Ganze. Der muss, einer muss weg. Und zwar der muss weg. Das passt dann wieder nicht. Mal zwei Ganze. Ich brauche mal kurz eine Bauhilfe. Nein. Da müsste der ja auch noch weg. Jetzt passt es wieder. Bär, Bär, Bär. Ist das symmetrisch? Ja doch, das täuscht bloß. Sagen wir mal ordentlich hier rein und dann geht das. Los, wenn ich meinen Bär nicht mehr steuern, ja. Jetzt wieder okay. Okay, jetzt baue ich das noch mit Pizza hier. Dann überziehe ich bestimmt schon wieder die Folgenlänge, wie ich mich kenne. Aber dass man erstmal die Grundfläche hat. Darum genau hier ist ein Eingangsbereich, dass du dann wie ein Vorraum hast, dass du dann so reinkommst. Mache ich noch links und rechts noch so eine Reihe dran und dann müsste das von der Grundfläche halt reichen, denke ich mal. Wir bauen uns ein Herrenhaus. Wäre schon ein altes Schloss hier. Aber man baut gerne ja auch zu klein. Da kriegt man dann sozusagen dann, wenn du genug reinringst, wieder in die Bude zu vergrößern. Das dürfte von der Grundfläche lang an der Terrasse. Ach, siehst du, ich habe doch die anderen Bauteile. Wenn der Total Structures, die kann man ja auch mal angucken. Da wollte ich auch das, die neue Galeone damit bauen, das Transportschiff, das ich da so
im Kopf habe. Ja, Leute, das soll es dann wirklich erstmal gewesen sein mit der Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.